Hallo und herzlich willkommen beim Science Lab. Ich bin der Mike und ich habe euch dieses Mal die Jessica mitgebracht. Hi, heute geht es um ein sehr kontroverses Thema. Es geht um Tierversuche. Medikamente und Kosmetik sind die klassischen Bereiche aus unserem Alltag, wo uns alle dieses Thema betrifft. Dies und insbesondere die rechtliche Lage wollen wir uns mit diesem Video einmal genauer anschauen. Uns geht es in diesem Video jetzt nicht darum zu bewerten, ob Tierversuche ethisch vertretbar sind oder nicht. Das ist eine ganz andere Frage. Wir möchten euch mit diesem Video über die Faktenlage informieren, was erlaubt ist und was nicht. Und wir wollen mit diesem Video Tierversuche ausdrücklich nicht pauschal gutheißen. Jetzt aber, los geht's! Habt ihr euch eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, wie viel Tierversuch tatsächlich in unserem alltäglichen Leben steckt? Zum Beispiel bei der Einnahme einer ganz simplen Kopfschmerztablette oder wenn ihr euch morgens früh im Badezimmer zurechtmacht? Nahezu alle heutigen Medikamente wurden mit Hilfe von Tierversuchen entwickelt und auch einige Kosmetikprodukte stehen in der Kritik, mit Hilfe von Tierversuchen entwickelt oder an Tieren getestet worden zu sein, was früher auch stimmte. Während bei den Medikamenten noch teilweise Verständnis für solche Versuche herrscht, sieht das bei Versuchen für die Kosmetik ganz anders aus. Mittlerweile gibt es immer mehr tierversuchsfreie Produkte. Und auch das Bewusstsein der Gesellschaft zum Thema Tierschutz hat sich zum Wohle des Tieres geändert. Doch was genau ist eigentlich ein Tierversuch? Tierversuche sind wissenschaftliche Experimente an oder mit lebenden Tieren. Die meisten von euch werden sich unter dem Begriff Tierversuche wahrscheinlich einen Eingriff vorstellen, der für das Tier mit Leid und Schmerz verbunden ist. Und genau das bringt uns doch zu der Frage, ab wann sind Tierversuche eigentlich gerechtfertigt und wann sind sie es nicht? Tatsächlich haben Tierversuche eine sehr lange Geschichte hinter sich. Die ersten Versuche wurden bereits um 500 vor Christus durchgeführt. Und bis heute sind sie wesentlicher Bestandteil in der Forschung. Woran denkt ihr eigentlich, wenn ihr an den Begriff Tierversuche denkt? Wahrscheinlich an Kaninchen, denen etwas in die Augen geträufelt wird, einen gefesselten Affen oder an die klassische Labormaus. Kein Wunder, denn was sehen wir, wenn wir den Begriff Tierversuche im Internet recherchieren? Wir sehen teilweise erschreckend aussehende Bilder. Für Tierfreunde eine grausame Vorstellung, dass genau so etwas mit Tieren geschieht. Und mal ganz ehrlich, manche Bilder sollten allen auf den ersten Blick grausam vorkommen. Doch sehen Tierversuche tatsächlich so aus? Und dürfen WissenschaftlerInnen machen, was sie wollen? Nein. In Deutschland und in der EU gibt es strenge Regelungen, unter welchen Bedingungen Tierversuche durchgeführt werden dürfen. Das regelt unter anderem das Tierschutzgesetz und es zählt auch zu den strengsten der Welt. In Deutschland sind nach § 7a des Tierschutzgesetzes Tierversuche nur für medizinische Anwendungen und Entwicklung neuer Arzneimittel, für die Grundlagenforschung zum Schutz der Umwelt und für Unbedenklichkeitsprüfungen zulässig. Aber auch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung dürfen Tierversuche durchgeführt werden. Verboten sind hingegen Tierversuche für Kosmetik, Wasch- und Reinigungsmittel sowie für Tabakerzeugnisse. Und auch Versuche für die Entwicklung und Erprobung von Waffen, Munition und dazugehörigem Gerät sind nach dem Tierschutzgesetz verboten. Dieses Verbot gilt seit 2013 und auch die Einfuhr von Produkten, die in einem anderen Land an Tieren getestet wurden, ist daher nicht zulässig. Der Vorwurf vieler Tierschutzorganisationen, dass hier erhältliche Kosmetik immer noch an Tieren getestet wird, stimmt so also nicht. Anders sieht es jedoch aus, wenn kosmetische Inhaltsstoffe zum Beispiel auch unter das Chemikalienrecht fallen. Nach der Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, kurz REACH, müssen einige dieser Inhaltsstoffe zur Sicherheitsprüfung an Tieren getestet werden. Und auch wenn kosmetische Inhaltsstoffe in Arzneimitteln verwendet werden, müssen diese unter Umständen vorher durch einen Tierversuch auf ihre Unbedenklichkeit geprüft werden. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel Botox. Botox wird nicht nur in der Kosmetik eingesetzt, sondern es ist auch ein hochwirksames Medikament. In solchen Fällen kann es also tatsächlich vorkommen, dass kosmetische Produkte auch Inhaltsstoffe enthalten, die aufgrund einer anderen Gesetzesgrundlage an Tieren getestet werden müssen. Allerdings hat die Europäische Chemikalienagentur im Jahr 2010 die Praxisanleitung 10 veröffentlicht. Diese Anleitung richtet sich gezielt an Chemikalienhersteller und Mitarbeitende der zuständigen Behörden. Sie beschreibt, wie sich eine Vielzahl von Tierversuchen aktiv vermeiden lässt. Wer einen Tierversuch durchführen möchte, muss zunächst einen Antrag über sein Versuchsvorhaben stellen. Forschende beantragen im ersten Schritt den Versuch bei der zuständigen Genehmigungsbehörde. Diese beruft die Tierschutzkommission ein, welche die Behörde bei der Entscheidung über das Versuchsvorhaben berät. Bei einer Genehmigung können die Forschenden ihr Projekt durchführen. Die Forschenden und ihr Versuch werden dabei von einer Überwachungsbehörde genauestens kontrolliert. Ebenfalls steht den Forschenden während ihrer Versuchsdurchführung der Tierschutzbeauftragte zur Seite, welcher die Forschenden berät und ebenfalls kontrolliert.
Trotz der Kontrollmechanismen kann es dennoch vorkommen, dass Tierversuche nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Tierversuchsskandal aus 2019? Als Pfleger getarnt, schleuste sich dort ein Tierschützer in die Labore des LPT in Hamburg ein und filmte die teilweise katastrophalen Tierhaltebedingungen und Versuchsdurchführungen. Er deckte mit der verdeckten Recherche auf, dass die Tiere unter unsachgemäßer Versuchsdurchführung und Tierhaltung erheblich litten. In einem dieser Videos waren unter anderem blutverschmierte Hunde und in Müllsäcken gepackte Katzen zu sehen. Die zuständigen Behörden reagierten schnell und schlossen das Labor. Und so kommen unter anderem auch die schrecklichen Bilder aus unserer Google-Suche zustande. Allerdings stellen solche Fälle in Deutschland und in der EU Ausnahmen dar, nimmt man an. Uns ist aber auch bewusst, dass irgendwo aufgrund fehlender Gesetzgebung oder mangelnder Kontrolle solche Versuche tagtäglich passieren. Von solchen Versuchen wollen wir uns ganz klar distanzieren. Wie viele und welche Tiere in Versuchen eingesetzt werden, wird jährlich durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlicht. Im Jahr 2020 wurden 1,9 Millionen Tiere für Versuchszwecke eingesetzt. Hinzu kamen 600.000 Tiere, die für wissenschaftliche Zwecke getötet wurden, ohne dass ein Versuch an ihnen stattgefunden hat. Das geschieht dann, wenn Forschende an ihren Organen arbeiten wollen. Insgesamt wurden so im Jahr 2020 also 2,5 Millionen Tiere verwendet. Am häufigsten werden dabei Mäuse und Ratten verwendet. Danach folgen Fische und Kaninchen. Aber auch andere Tiere wie Nutztiere, Vögel, Amphibien, Hunde und Katzen werden in der Forschung benutzt. Der Anteil an Primaten nimmt mit nur 0,12% den geringsten Anteil ein, auch wenn sich das oftmals anders anfühlt. Der Großteil der Forschung mit und an Tieren nimmt dabei die Grundlagenforschung ein. Bei dieser Forschung sollen neue Erkenntnisse erlangt werden, die dazu beitragen, vorhandenes Wissen zu erweitern und beispielsweise neue Therapieansätze zu entwickeln. Bei allen Versuchen soll nach einer EU-Richtlinie stets das 3R-Prinzip angewandt werden. Diese stehen für Replace, Reduce und Refine. Oder auf Deutsch Vermeidung, Verminderung und Verfeinerung. Tierversuche sollen nach diesem Prinzip durch eine andere Möglichkeit ersetzt und auf das nötige Mindestmaß reduziert werden. Ebenso soll die Belastung der Versuchstiere minimiert werden. Ziel des 3R-Prinzips? Tierversuche vollständig ersetzen. Tierversuche sollen nur als letzte Möglichkeit angewandt werden, wenn es keine anderen alternativen Möglichkeiten gibt, die Forschungsfrage zu beantworten. Der Tierschutz und das Wohl der Tiere gewinnen auch in der Forschung zunehmend an Bedeutung. Einige WissenschaftlerInnen sind sogar der Ansicht, dass wir schon heute vollständig auf Tierversuche verzichten können, da es bereits ausreichend Alternativen gäbe. Andere Forschende halten aber dagegen und sagen, dass diese Alternativen noch nicht ausreichen, um alle Forschungsfragen beantworten zu können. Hier stehen wir nun vor einem Problem. Auf der einen Seite rückt der Tierschutz zunehmend in den Vordergrund, was wir pauschal gut finden, und auf der anderen Seite versucht die Forschung, neues Wissen zu generieren, um Krankheiten behandeln und menschliches Leid auch lindern zu können. Doch schauen wir uns nun einmal an, welche Alternativen zu Tierversuchen bereits existieren. Die alternativen Methoden lassen sich in vier verschiedene Kategorien unterscheiden. Dazu gehören unter anderem In-vivo-Verfahren, also solche, die am lebenden Organismus stattfinden. Zu den In-vivo-Verfahren zählt unter anderem die Mikrodosierung, bei der eine Substanz in einer sehr niedrigen Dosierung verabreicht werden kann. Nicht-invasive Verfahren, wie zum Beispiel ein MRT, und Versuche an den meisten wirbellosen Tieren, da diese nach dem Gesetz nicht als Tierversuch gelten. Dann gibt es In-vitro-Verfahren, also solche Verfahren, die im Reagenzglas stattfinden. Dazu gehören permanente Zellkulturen, 3D-Modelle oder Multi-Organ-Chips. Bei den Ex-vivo-Verfahren handelt es sich um Verfahren, bei denen lebendes biologisches Material aus dem Organismus entnommen und anschließend außerhalb des Organismus untersucht wird. Dies können sowohl einzelne Zellen als auch ganze Organe sein. Eine immer wichtigere Rolle spielen auch In-silico-Verfahren. Diese werden durch einen Computer simuliert. So lassen sich bestimmte Situationen realitätsnah darstellen. Innerhalb dieser alternativen Methoden spielen insbesondere sogenannte Organoide und Multi-Organ-Chips eine wichtige Rolle. Organoide sind aus Stammzellen gezüchtete 3D-Gewebemodelle. Diese simulieren bestimmte Teilfunktionen von voll entwickelten Organen, wie zum Beispiel dem Herzen, Lunge, Niere oder dem Magen. Mehrere dieser Organoide können nun auf einen Biochip untergebracht werden, der Multi-Organ-Chip. Dieser bildet den menschlichen Organismus in einem Verhältnis von 1 zu 100.000 in einer stark vereinfachten Funktionsweise nach. Wenn es doch schon so viele tierversuchsfreie Möglichkeiten gibt, warum nutzen wir dann immer noch Tiere in der Forschung? Wie bereits erwähnt, gibt es einige WissenschaftlerInnen, die der Meinung sind, dass diese alternativen Methoden noch nicht ausreichen, um vollständig auf Tierversuche verzichten zu können. Viele heutige wichtige Medikamente hätten womöglich ohne Tierversuche nicht entwickelt werden können. Und ohne den Einsatz von Tieren würden wir sogar in einigen Bereichen hinter den jetzigen Stand der Forschung zurückfallen.
Ein Beispiel hierfür sind Antibiotika. Immer mehr Bakterien werden gegen die heute verwendeten Substanzen resistent, sodass neue Antibiotika entwickelt werden müssen, welches ohne den Einsatz von Tierversuchen noch nicht möglich ist. Allerdings wird auch des Öfteren behauptet, dass die Ergebnisse aus Tierversuchen zu über 90% nicht auf den Menschen übertragbar seien. In einigen Fällen kommt es zu fatalen Nebenwirkungen, die vorher im Tierversuch nicht entdeckt wurden. Wie im Beispiel Contagan. Dieses wurde als Schlaf- und Beruhigungsmittel von schwangeren Frauen eingenommen. Zunächst galt es als sicher, da es im Tierversuch zu keinen Auffälligkeiten kam. Im späteren Verlauf rief es jedoch schwerste Missbildungen bei den Kindern hervor. Eine Studie geht sogar von 58.000 Todesfällen aus, die auf Arzneimittelnebenwirkungen zurückzuführen sind, die im Tierversuch nicht ersichtlich waren. Und auch können einige Tests bei unterschiedlichen Tierarten zu gegensätzlichen Ergebnissen führen. Ein Beispiel hierfür ist Penicillin, für den Menschen ein hochwirksames Medikament, was bei Meerschweinchen im Gegensatz zu Mäusen eine toxische Wirkung hat. Größter Streitpunkt an der Forschung mit und an Tieren ist und bleibt die Frage nach der Übertragbarkeit auf den Menschen. Es lässt sich keine generelle Aussage darüber treffen, wie gut sich Ergebnisse aus Tierversuchen dann wirklich auf den Menschen übertragen lassen. Im Einzelfall ist es nicht prognostizierbar und in jedem Einzelfall muss dann auch noch hinterfragt werden, welche Ergebnisse übertragbar sind und welche nicht. Die Frage der ethischen und moralischen Vertretbarkeit von Tierversuchen ist also nicht leicht zu beantworten. Wir müssen uns aber bei all diesen Aussagen auch fragen, woran wir denn sonst testen wollen. Wenn Tierversuche also nicht in Frage kommen und die Alternativen nicht ausreichen, müssen wohl als letzte Möglichkeit Versuche an uns Menschen durchgeführt werden. Und an dieser Stelle stehen wir wieder vor dem Problem der ethischen Vertretbarkeit. Doch sind überhaupt Versuche an Menschen ethisch vertretbar? Beziehungsweise vertretbarer als Versuche an Tieren? Im Gegensatz zu Tieren können wir Menschen uns immerhin freiwillig als Probanden melden. Doch wie sähe unsere Welt wohl ohne Tierversuche aus? Würden einige Krankheiten womöglich noch existieren oder wären wir bereits bei der Entwicklung von alternativen Methoden viel weiter? Auch das lässt sich nicht sicher beantworten. Jeder Mensch muss für sich selbst eine Entscheidung treffen und darüber abwägen, wie er zu dieser Thematik steht. Fassen wir noch einmal zusammen. Tierversuche haben eine lange Geschichte hinter sich und sind bis heute wesentlicher Bestandteil der Forschung. Die Übertragbarkeit von Tierversuchen auf den Menschen ist nicht immer da. Dennoch hätte es ohne Tierversuche eine Vielzahl unserer heutigen Medikamente nie gegeben und auch einige Krankheiten könnten wahrscheinlich immer noch existieren. Zwar gibt es immer mehr tierfreie Alternativen, die Tierversuche langfristig überflüssig machen sollen, aber in einigen Bereichen kann man trotzdem noch nicht vollständig auf Tierversuche verzichten. Das Thema Tierversuche ist häufig auch ein sehr emotionales Thema und somit auch kein leichtes. Die ethische Vertretbarkeit oder Nutzen für den Menschen sind nicht so einfach gegeneinander abzuwägen. Das war jetzt eine ganze Menge rund um das Thema Tierversuche. Natürlich kann man hier noch viel tiefer gehen, aber für einen Einstieg in die Rechts- und Sachlage sollte es gereicht haben. Falls euch unser Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und ein Like da und klar, nutzt bei Bedarf gerne den Kommentarbereich unterhalb des Videos. Das Science Lab sagt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.